Herzlich willkommen. Schön, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, dir selbst etwas Gutes zu tun. Suche dir einen Ort, wo du für die nächsten Minuten ganz ungestört bist und in Ruhe verweilen kannst. Ob im Sitzen oder Liegen. Egal, für welche Position du dich entscheidest, mach es dir auf deiner Unterlage jetzt ganz gemütlich und bequem. Wenn du willst, kannst du nun auch deine Augen schließen. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Atem. Atme ganz einfach durch die Nase ein und schön aus dem Bauch heraus durch den Mund wieder aus. Atme leichte, frische und energiegeladene Luft ein und spüre, wie sie sich verteilt und dein ganzer Körper sich mit dieser Energie auftanken kann. Und gleichzeitig kannst du mit jedem Ausatmen die schwere, verbrauchte Energie wieder abgeben. Vielleicht spürst du schon, wie du mit jeder Ausatmung leichter und leichter werden kannst, alles Negative wegatmen kannst. Atme nochmals einen Moment bewusst die leichte, frische und energiegeladene Luft ein und die schwere und verbrauchte Luft wieder aus. Ich zähle nun von 1 bis 10. Mit jeder Zahl kannst du dich mehr und mehr entspannen und deinen Körper und deinen Geist in einen entspannten Zustand bringen. Eins. Mit jeder Ausatmung kannst du dein Gewicht mehr und mehr an deine Unterlage abgeben. Zwei. Atme ruhig und entspannt. Drei. Mehr und mehr kannst du dich entspannen. Vier. Störende Gedanken kannst du einfach loslassen und abgeben. Fünf. Tiefer und tiefer kannst du dich entspannen. Sechs. Spüre, wie sich das Gefühl der Entspannung in deinem ganzen Körper verteilen kann. Sieben. Dein Körper und Geist dürfen beide loslassen und entspannen. Acht. Deine Muskeln sind gelöst und dein Blut fließt wohlig warm durch deinen Körper. Neun. Genieße die Entspannung.
Immer tiefer und tiefer kannst du sie spüren. Zehn. Du kannst jetzt vollkommen gelöst und entspannt auf die Reise gehen. In deiner Vorstellung kannst du nun, wenn du Lust hast, diesen Raum, in dem du dich gerade befindest, verlassen und auf einer Reise zu einem Ort deiner mentalen Kraftquelle gehen. An einem Ort, an dem du dich sicher und wohl fühlst. Vielleicht ist es ein Ort, den du aus deiner Erinnerung schon kennst und den du schon besucht hast. Vielleicht ist es aber auch ein Ort, den du dir in deiner Fantasie selber kreieren magst. Ein Ort, von dem du weißt, dass du dort deine mentalen Batterien aufladen, Kraft und Energie tanken kannst und der dir Sicherheit, Selbstvertrauen und Stärke verleiht. Ein Ort, an dem du das findest, was dir jetzt am meisten hilft. Begib dich an diesen Ort und schau ihn dir genau an. In welcher Umgebung ist er? Wie sieht es dort aus? Ist er in der Natur oder in einem Gebäude? Drinnen oder draußen? Groß oder klein? Wen und was gibt es dort alles? Welche Farben nimmst du wahr? Wie hell oder dunkel ist es dort? Stell dir deinen Kraftort so genau wie möglich vor. Genau so, wie er für dich aussehen soll. Was hörst du alles an deinem Kraftort? Welche Töne nimmst du wahr? Gibt es da vielleicht Musik oder Stimmen? Ist es da eher laut oder leise? Oder vielleicht sogar ganz ruhig und lautlos? Was kannst du an deinem Kraftort hören, das dich stärkt? Wie fühlt es sich an deinem Kraftort zu sein? Was für Gefühle und Emotionen kannst du damit verbinden? Vielleicht eine angenehme Ruhe und Entspannung. Oder vielleicht doch eher ein Gefühl der Stärke und Aktivität. Glück und Euphorie. Oder etwas ganz anderes, das dir gerade gut tut. Gibt es vielleicht sogar einen Geruch oder Geschmack, der zu deinem persönlichen Kraftort passt? Wenn ja,
Was könnte es sein, das du wahrnehmen kannst? Was löst das bei dir aus? Nimm wahr, wie das, was du siehst, das, was du hörst und das, was du fühlst. Und vielleicht sogar das, was du riechen oder schmecken kannst, deinen Kraftort komplett macht. Und spüre in dich hinein, was dieser Ort bei dir bewirkt. Wie er dich stärken kann, dir Sicherheit und Vertrauen gibt. Und wie du hier an diesem Ort frische Energie und Kraft tanken kannst. Nimm wahr, wo an deinem Körper du Energie und Kraft spüren und erleben kannst. Genieße dieses Gefühl. Lass es in dir wirken. Vielleicht ist es schon sehr intensiv. Vielleicht aber auch erst noch am Entstehen. Manchmal braucht es wie vieles im Leben ein paar Trainings, bevor man eine Veränderung wahrnimmt. Manchmal ist alles einfach da. Vielleicht ohne zu wissen, wieso. Genieße einfach den Moment. Genauso wie er gerade ist. Schau dich nochmal um an deinem Kraftort. Höre nochmals hinein. Spüre nochmals die Emotionen und Gefühle. Nimm wahr, was alles da ist. Und im Wissen, dass du immer wieder an deinen Kraftort zurückkommen und dich hier immer wieder neu stärken kannst, verabschiede dich nun langsam und bedanke dich dafür, dass du hier sein durftest und immer wieder zurückkommen darfst. Löse dich langsam von deiner Vorstellung und reise mit deinem Geist wieder zurück in den Raum, wo sich dein Körper jetzt gerade befindet. Ich zähle nun von 10 bis 1. Und mit jeder Zahl wirst du einen Schritt mehr zurückkommen ins Hier und Jetzt. 10. Die inneren Bilder lösen sich langsam auf. 9. Dein Geist vereint sich wieder mit deinem Körper. 8. Nimm einen tiefen Atemzug. 7. Du kannst das Gewicht deines Körpers wieder von deiner Unterlage übernehmen. 6. Bewege deine Hände und Füße. 5. Nimm einen tiefen Atemzug. 4. Bewege deine Hände und Füße, Arme und Beine. 3. Du hörst jetzt meine Stimme wieder klar, laut und deutlich. 2. Nimm einen tiefen Atemzug. 1. Öffne deine Augen und lass das Geschehene noch einen kurzen Moment nachwirken.
Du fühlst dich stark, sicher und voller Selbstvertrauen. Deine mentale Energie und Kraft ist aufgeladen. Sei positiv und gehe die Herausforderungen und Ziele des Alltags mit Positivität, Kraft und Freude an. Viel Spaß!